Mir gefällt es hier einfach gut, weil es eine kleine, erstens ist es eine kleine Abteilung und wir kommen sehr gut miteinander aus hier, arbeiten gut zusammen und es gibt schon, also jeder Mensch hat von uns hat irgendwelche Eigenheiten und so, die gehören einfach dazu, aber es hält sich so mehr oder weniger in Grenzen. Ich bin der Günther, ich bin auf jeden Fall in der Einrichtung gekommen und das gefällt mir in der SWW. Ich wohne hier und ich arbeite hier. Seit 1997 hier in der Einrichtung. Ich gehe nämlich so ganz gern in Schammer mal. Hallo, ich bin der Shamal, irakisch, kurdisch, der 2018 hier arbeitet, der Werkstatt, SW Südbayerwohner Werkstatt. 3 Jahre mit der AfD-Vernichtung arbeiten, das hier 1 Jahr mit der Karami und mit der Ton arbeiten, sehr schön, sehr richtig. Ja, kleine Schnecke, genau. Und die ist fertig und nochmal so rein. Warte, schauen. Und so gerade. Okay. Also, ich bin die Christina Kaiser. Ich arbeite in der SWW seit, muss ich überlegen, 2005. Anfang, 2005 eigentlich sogar. Und in der Keramik bin ich ja fest eigentlich erst seit Ende 2007, weil ich ja davor noch den Berufsbildungsbereich gemacht habe. Genau. Okay. Was sind so deine Jobs hier in der Keramik? Hast du mal ein bisschen erzählt? Also ich mache Schüsseln, verschieden große, mit entweder mit Würsten, ganz dünne, das ist so meine absolute Spezialität, muss man schon sagen. Und Schnecken auch. Also, und ich mache es eher feine, manche, und weil es gibt ja verschiedene, manche machen es eher groß, ich mache es eher klein und dünn. Genau. Mhm. Und was machst du noch so? Auch ab und zu auch Freiformen, also zum Beispiel Perlen für die Gartenfahnen, Blumen oder Brezen. Das ist eine Weißwurst. Genau. Das Coole ist, dass man so kreativ sein kann. Dass man, also wenn man gerade Sachen frei formt, da das auch seiner Fantasie auch ein bisschen seinen freien Lauf lassen kann. Und eben man am Ende sieht, was man gemacht hat. Genau. Also das sind hinter mir diese Brennofen, Öfenbummels, denn die ganzen Produkte oder ausgeformten Schüsseln oder Tiere, Figuren, die dann sozusagen glasiert werden, hineintut zum Brennen, ja. Und es muss ja auch richtig über 1000 Grad brennen. Das geht dann auch über Tag, über die Nacht. Na, und bis es dann fertig wird für und vielleicht bis zum nächsten übers Wochenende oder das. Oder die Feiertage und so, dass man, dass die gebrannten Sachen dann, die könnten dann auch so schön bemalt werden. Aber dann, schau mal,
wie er mich kennengelernt hat, hat er gesagt gleich, Dr. Stefan. Ja, kam vielleicht so rüber, wie so intellektuell. Und dann kam er mit Professor Dr. Stefan. Jetzt bin ich nur noch der Professor Dr. Professor Stefan, ja. Und seitdem, ja. Ja, ja, und so bin ich jetzt. Ich habe also auch die Keramik, diese Praktikum gemacht und habe auch diese Techniken so, ne, alles kennengelernt und so weiter. Wo ich in Giesing unterwegs bin, das war im Bibelkreis hier in der SWB, oder wenn zum Haupt- oder zum Hin- und Herfahren, ja, aber was ich so kenne, was ich von Giesing weiß, ja, Gleiswirtschaft, so ein Bahnhofsgegend, ja, und so ein paar Cafés. Und ich weiß, das ist ja ein Arbeiterviertel. Früher war, ne? Da hängt immer noch der Geist vom Arbeitsviertel drin. Ja. Und was auch schön ist, ja, der Bernie ist draußen. Der bei unten. Das ist 60er Viertel, wo das Stadion ist, wo die 60er auch trainieren oder auch ihre Spiele abhalten. Das macht auch das Viertel aus. Die Giesinger Jungs sind ja 60er. Und FC Bayern ist, glaube ich, ihr Hallaching, die ein Büro haben oder so. Ne, das ist es nicht. Also du bist der 60er? Ja, ich bin der 60er, ja. Ja, das heißt, du bist der Giesinger. Also ich bin seit 2002 in der SWW und ich bin deswegen hier Gott sei Dank gelandet, weil ich erblindet bin. Sonst hätte ich gar keinen Platz gekriegt. Und dann habe ich mir halt die Bereiche so angeschaut und dann habe ich mir gedacht, oh, die haben eine Töpferei. Das ist was für mich. Weil kreativ bin ich ja. Und dann habe ich bei der Judith ein Praktikum gemacht und dann bin ich gleich geblieben. Ich bin gar nicht mehr in Aktenvernichtung und das habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. Also wo ich angefangen habe, habe ich halt Figuren und Lederhosen und so töpfert, Freitöpfern, dann große Schüsseln. Ich bin zuständig für die großen Sachen. Weil so kleine Futzelarbeiten, das geht gar nicht. Das kann ich nicht. Obwohl ich habe einmal die größte Schüssel, die 6er Schüssel, mit ganz kleinen Schnecken gemacht. Und habe dann, da war ich dann in Hamburg mit der Judith und mit der Ines damals und habe einen Preis gewonnen. 2002 bin ich gekommen. Und dann bin ich 7 Jahre von der SWW, also von Giesing nach Kaufering gefahren. Und dann war mir das zu blöd und dann bin ich bei den grünen Tomaten einzogen. Das heißt, seit wann bist du Giesinger? Also ich bin jetzt in der Keramik bin ich fast 21 Jahre. Seit wann bin ich Giesinger? Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht auswendig. Ach, ich habe einen neuen Grund, warum ich hier in Giesing wohne. Weil ich 60er-Fan bin. Und kein Bayern-Fan. Hallo, ich bin die Margot, bin eine gebürtige Oberpfälzerin, aber jetzt schon 44 Jahre in München und immer in Giesing. Ja. Giesing verbinde ich. Nachdem ich 60er bin, mit 60er Stadion, ist schön, dass wir das noch haben, dass sie es uns nicht genommen haben. Früher bin ich öfter gegangen, aber durch das Corona hat es sich ein bisschen gegeben, aber werde ich wieder machen, auf jeden Fall. Ja. Giesing selber, ja, ich wollte eigentlich nie weg von Giesing. Wir haben da hergezogen und dann hat man eine größere Wohnung gebraucht. Dann haben sie uns einen in Bogenhausen angeboten, aber ich wollte es einfach nicht, ich wollte in Giesing bleiben. Ja. In der SWW bin ich jetzt seit 22 Jahren, habe schon einiges gemacht daherin und die letzten 8-9 Jahre bin ich jetzt in der Keramik. Mir gefällt es da sehr gut, die Leute sind sehr nett,
Ich bin ein kreativer Mensch, ich tue gern basteln, darum macht mir das auch Spaß. Ja. Ja, 2 Jahre habe ich jetzt noch, für normal zum Arbeiten, und dann bin ich auch mal Rentnerin. Vielleicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich heiße Judith und bin jetzt seit 42 Jahren in München. Wohne durch tatsächlich an der Grenze Neuhallach in Giesing, aber ich bin natürlich ganz, ganz früh in Giesing seit 42 Jahren. Ursprünglich komme ich aus Landshut und bin mit 18 eben genau da nach Hallach in Giesing gezogen, weil ich da der Liebe wegen, wie so oft, und ich dann eine Arbeit gefunden habe bei einem Keramiker in München. Allerdings nicht in Giesing, sondern in Allach. Dann habe ich meine Kinder gekriegt und bin mit 37, also jetzt arbeite ich seit 23 Jahren, arbeite ich in München-Giesing in der SWW, die Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte, und bin die Chefin der Töpferei und leite seitdem meine 7, 8, 9, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, Blinde und Sehbehinderte Mitarbeiter hier an, und wir töpfern fröhlich vor uns hin seit der ganzen Zeit. Was mir da einfach am allerbesten gefällt, ist die Kombination vom künstlerischen, vom kreativen Arbeiten, weil das macht mir nach wie vor Spaß, mein Beruf, und auch der soziale Bereich, weil es macht so viel Spaß, mit unseren Leuten zu arbeiten, und da kommen so viele lustige Sachen raus und es gibt so viele lustige Geschichten. Das ist, also das darf ein ganzes Video füllen. Es ist also nach wie vor einfach eine Gaudi mit den Leuten.